Im Hintergrund siehst du einen Kalkulator und dieser Kalkulator, der enthält eine ganz, ganz interessante Größe, nämlich den Expected Move. Wenn du wissen möchtest, was es damit auf sich hat, dann bleib dran. Herzlich willkommen bei Options for Winners. Mein Name ist Thorsten Ebert und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, den Optionshandel salonfähig zu machen. Wir im Club traden gerne den SPX und das auch mit kurz laufenden Optionen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, auch mal sich anzuschauen, wie hat sich der Kurs eigentlich in der Vergangenheit entwickelt. Aber ganz, ganz wichtig, man möchte doch auch gerne wissen, wo wird der Kurs eventuell hingehen? Und da sage ich nur ein Stichwort, das ist Expected Move. Und das soll heute das Thema sein. Wenn dich das und mehr interessiert, dann bleib dran. Heute werden wir den Begriff Expected Move öfter hören und deshalb ist es ganz hilfreich, vielleicht vorher mal zu klären, was dieser Begriff überhaupt aussagt. Also der Expected Move, der gibt uns an, um wie viel der Kurs des Basiswertes gegenüber dem aktuellen Kurs steigen oder fallen wird. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise einen Expected Move von plus minus 5 hast, dann heißt das nichts anderes, dass innerhalb der Laufzeit zu 68% Wahrscheinlichkeit der Kurs sich um 5 nach oben bzw. um 5 nach unten sich entwickeln wird. Und bei dem einen oder anderen ist der Groschen jetzt auch gefallen. 68% richtig, das ist die erste Standardabweichung. Warum sind wir jetzt hier auf der Support-Homepage von Tastyworks? Weil wir uns gleich nochmal die Kalkulation anschauen. Das heißt, wie kalkuliert Tastyworks eigentlich den Expected Move? Wir können ja Tastyworks nur bedingt benutzen hier bei uns in Deutschland. Aber ich zeige mal kurz, was Tastyworks anbietet. Also wenn wir jetzt Tastyworks hätten, könnte man hier direkt den Expected Move sich anschauen, ohne diesen selber kalkulieren zu müssen. Und hier sehen wir orange umrahmt plus minus 3,29. Das heißt, man kann zu 68% davon ausgehen, dass bis zum Laufzeitende der Kurs des Underlyings sich um 3,29 nach oben bzw. 3,29 sich nach unten entwickeln wird. Und hier sehen wir auch noch, die Range ist orange gehighlightet. Nichtsdestotrotz, wir haben es so nicht, wir haben aber trotzdem die erste Standardabweichung, die farblich gekennzeichnet ist. Im Option Trader zeige ich gleich auch noch, also da ist man schon mit halbwegs gut aufgestellt. Nichtsdestotrotz ist es hilfreich, die Kalkulation zu verstehen bzw. auch selbst anzuwenden. Ich habe ein Kalkulationssheet entwickelt, was ich jetzt auch immer wieder im Club anbieten werde, weil wir machen ja Optionshandel auf den S&P 500, 0 DTI, 7 DTE und 30 DTE. Und für die erst beiden genannten ist diese Expected Move Geschichte doch mehr als hilfreich, aber da gehen wir gleich noch genauer drauf ein. Zunächst wollen wir mit der Kalkulation anfangen. Wie wird es kalkuliert? Und das ist sozusagen in drei Teilen unterteilt. Zum einen der At the Money Straddle, dann der erste Out of the Money Strangle und dann der zweite Out of the Money Strangle. Der At the Money Straddle, der ist zu 60% gewichtet. Dann zu 30% gewichtet, das kommt natürlich hinzu, ist der erste Out-of-the-Money-Strangle und dann zu 10% hat der zweite Out-of-the-Money-Strangle seine Gewichtung. Hier haben wir ein schönes Beispiel, ja, hier ist ein Beispiel, Stock XYZ und da sehen wir es einfach mal, das ist jetzt auf gut Deutsch der Betrag für den Straddle, die Prämie. Die kostet 4,40, wird zu 60% mit hinzugenommen, bleiben also 2,64 übrig. Dann haben wir den ersten Strangle mit 3,46 zu 30%, kommt 1,04 raus. Und last but not least der zweite Strangle mit 10%, da kommen 0,27. Das wird alles aufsummiert, sodass man hier am Schluss einen Expected Move von plus minus 3,95 hat. Wir gehen jetzt aber nochmal in den Option Trader von der Trader Workstation und wir gucken uns auch an, wie wir da jetzt kalkulieren. Ich habe mir jetzt als Underlying den SPX ausgesucht. Das ist auch das Underlying, wo mir gerne 0 DTI, 7 DTI mitmachen. Wir haben jetzt 2 Tage Laufzeit, alles grau liegt daran, wir haben Wochenende, die Kurse sind nicht aktiv. Nichtsdestotrotz zeige ich dir mal, wie du das dann jetzt hier kalkulieren kannst. Ich habe es schon in meinem Taschenrechner eingegeben.
Das heißt, hier haben wir als allererstes mit diesen mal 0,6 den Straddle. Und den finde ich hier bei 3970, bei ungefähr Delta 50. Das heißt, hier habe ich auf der Put-Seite die 21,25 genommen und auf der Call-Seite die 15,65. Dann haben wir gesagt, da kommt der erste Out-of-the-Money-Strangle. Das wären jetzt hier auf der Put-Seite die 18,65 von den 3,965. Ja. Und auf der Call-Seite bei 3,975 die 13,40. Die werden jetzt mit 30% gewichtet. Am Schluss kommt noch der zweite Out-of-the-Money-Strangle und den finde ich hier bei 3,960. Das sind die 16,35. Und auf der anderen Seite, bei der Call-Seite, die 11,40. Und diese werden dann mit 0,1 kalkuliert. All das wird aufsummiert, sodass ich jetzt einen Expected Move von 34,53, ich runde es jetzt mal auf, von 35 habe. Das heißt, wenn ich jetzt einen Kurs von 3,79 habe, bedeutet das, dass wir bei 3.805 oben, ja, auf der einen Seite und 3.935 unten wären. Ja, also das wäre dann der Expected Move auf den SPX für die Laufzeit von 2 Tagen. Jetzt wollte ich das nochmal kurz zeigen. Das ist ja hier schon fast drin. Hier ist die Farbe. Also hier geht es hier drüber und die dunkle Farbe, da bist du noch innerhalb der ersten Standardabweichung. Da kannst du jetzt auch hier mal draufhalten. Ja, da siehst du, da bist du hier in dem Übergang. Und das hier unten auf der anderen Seite auch. Und ich habe es ja gerade gesagt, 35 auf 3970 sind die 4050, also da kam 4005. Also du kannst die letzte dunkelblaue Zahl für den Call hier nehmen, ja. Und für den Put nimmst du die letzte dunkelblau hinterlegte Zahl hier, die 3930. Dann hast du das ähnlich und brauchst es nicht kalkulieren. Also wenn dir das jetzt ausreichen würde, wäre das natürlich eine schöne Sache. Und das kann man natürlich dann auch machen. Also hier gibt es definitiv Möglichkeiten, weil es ist schlussendlich nichts anderes als die erste Standardabweichung. Ja, ich habe dich jetzt mal mitgenommen in meinem SPX Expected Move Kalkulator und wie du siehst, ist auch relativ aktuell. Ich habe jetzt auch mal die 2-tägige Laufzeitoption, die wir gerade kalkuliert haben, hier auch nochmal reingenommen und du siehst es hier hinten, hier haben wir Expected Move 35 minus 35, das ist jetzt ganz wichtig. Was möchte ich dir hiermit zeigen? Also, wir fangen mal mit der Grafik hier an. Und hier siehst du auf der einen Seite verschiedene Balken und verschiedene Linien. Fangen wir mit den Balken an. Also, AM steht für Actual Move. Das heißt, das ist die Bewegung, die tatsächlich stattgefunden hat. Und hier können wir schön erkennen, wie sich am Tag selbst der SPX entwickelt hat. Und dieses AMDD Up heißt nichts anderes. Hier guckt man, wie ist der Höchstkurs versus des Eröffnungskurses. Und wenn wir jetzt mal hier draufklicken, dann hieße es, am 18.10. war die höchste Entwicklung zwischen dem Höchstkurs und dem Eröffnungskurs bei 16,53. Andersrum haben wir genau das gleiche für die Abwärtsbewegung. Also AMDD Down haben wir hier auch noch. Und das hieße dann, an dem 18.10. ist der Tiefstkurs zum Eröffnungskurs mit 59,73 nach unten gegangen. Dann haben wir noch den schwarzen Balken und der schwarze Balken sagt aus, wie es schlussendlich am Ende war. Das heißt, der Schlusskurs versus Eröffnungskurs. Und hier sehen wir also auch ganz schön, im Endeffekt war an dem 18.10. doch nicht so eine Dramatik. Ja, die war zwar tagsüber, aber währenddessen halt nicht wirklich. Also das heißt hier, es ist schlussendlich gar nicht so stark gewesen. Wir haben aber auch noch andere Beispiele, wie hier. Also hier an dem Tag war es so, am 28.10., da ging es nur nach oben und da hat sozusagen fast der Schlusskurs die Höhe des Höchstkurses und wir sehen hier auch, hier an diesem Tag war gar keine Abwärtsbewegung. Das heißt, man ist von Beginn an dem Tag nach oben geschossen. Ja?
Jetzt gucken wir uns die Linien an. Was sagen die Linien aus? Da haben wir nämlich jetzt diesen Expected Move. Und den habe ich hier eingetragen. Das heißt, hier haben wir den Expected Move, den aktuellen, die knapp 35, die haben wir hier stehen. Und da sieht man schon, wenn man jetzt hier jedes Mal den Strike am Expected Move gesetzt hat, hat man schon ganz oft viele, bei denen es mehr als kritisch wurde. Und deshalb ist halt auch meine Empfehlung, nimm dir, wenn du die Möglichkeit hast, nicht den einfachen Expected Move, sondern den zweifachen. Und den habe ich hier in meiner Handlungsempfehlung auch aufgezeigt. Das heißt, hier habe ich jetzt beispielsweise für den Bull Put Spread auf Basis des aktuellen Kurses eine Short-Option von 3.900. Das heißt, der Strike ist dann 3.900. Und ich habe eine Spread aufgestellt mit 20 Punkten. Das heißt, der Long-Teil, der ist dann 20 Punkte hier drunter. Und wir würden hier eine Prämie von $105 bekommen. Was halt auch ganz wichtig ist, an solchen Tagen, und das kann ich definitiv sagen, wie diesen, da waren wir auch de facto nicht mit einem Bear-Call-Spread oder mit einem Iron-Condor drin. Das war ganz klar ersichtlich, dass das ein Tag wird, wo es zu einem Kursfeuerwerk kommt. Und da geht man natürlich dann nur mit einem Bull-Put-Spread rein. Was ist denn jetzt aber beispielsweise, wenn man sagt, man setzt jetzt hier Iron-Condors auf oder man hat jetzt einen Spread aufgesetzt, und es läuft gegen ein. Und da ist meine Empfehlung, ich würde grundsätzlich sagen, mit dem doppelten Expected Move die Strike-Preise raussuchen und dann lieber in der Anzahl der Kontrakte nach oben skalieren. Und jedes Mal, wenn man beispielsweise dann an dem Expected Move kommt, ja, also wenn der Kurs sich so entwickelt, dass der einfache Expected Move erreicht ist, dass man dann zum Rollen übergeht, ja, bevor man auf gut Deutsch sich zu viele Verluste ins Depot holt, weil wir wissen ja eins, das sind High Probability Trades, kleine Brötchen backen, viele Brötchen backen und versuchen, den Drawdown, den Werteverlust wirklich zu begrenzen. So ist das und das mache ich jetzt auch regelmäßig im Club. Wir haben ja im Club auch einen Discord-Server, wo wir uns fleißig austauschen und das ist jetzt auch eine Möglichkeit, da kann man schon relativ früh vor Börsenbeginn, also bevor die amerikanische Börse startet um 15.30 Uhr, so schon so eine Handlungsempfehlung aufstellen. Das ist dann der erste Schritt, dann weiß man, wo man ungefähr suchen muss, wo man welchen Trade, welches Leg eröffnet, ja. Aber dann folgt natürlich ganz, ganz wichtig auch die Chartanalyse. Wenn wir jetzt hier dieses Zero DTI machen oder dieses 7 DTI, dann würde ich vielleicht doch empfehlen, die ein oder andere 5-Minuten-Kerze oder 15-Minuten-Kerze abzuwarten und dann in Anführungszeichen vielleicht erst um 15.45 Uhr, 16.15 Uhr starten. Also für den 7 DTI, sage ich, bin ich doch eher auf 16.30, 17 Uhr, bei dem Zero DTI dann eher auf 16 Uhr bzw. sogar 15.45 Uhr. Ja, das ist jetzt hier nochmal der Discord-Server. Der wird jetzt übrigens auch zum neuen Jahr nochmal umstrukturiert. Also es wird noch mehr Veränderungen kommen. Aber dann werde ich jetzt zukünftig auch das ein oder andere Sheet hierzu machen. Und natürlich auch Marktsentiment, ganz, ganz wichtig. Weil hier muss man sagen, diese Seiten hier, die kann man, also diese starken Seiten, die kann man halt eigentlich wirklich gut mitnehmen. Und ich bin ja sowieso ein Freund von der Asymmetrie, wenn es um Iron Condors aufgeht. Ja, also da würde ich jetzt nicht zwingend nur gleichgewichtete Seiten nehmen, das heißt der Bullput und der Bearcall Spread gleichgewichtet, sondern die ein oder andere Seite ein bisschen stärker aufsetzen oder wie ich es auch gerne mache, vielleicht zuerst mit einer halben Positionierung reingehen mit einem Bullput Spread und dann später vielleicht nochmal einen Bearcall Spread aufmachen, falls es doch hier und da
gegen einen läuft. Ja, also das ist etwas, was wir jetzt hier im Club machen. Das werden wir auch ein bisschen mehr exerzieren. Ich habe es ja schon gesagt, da kommt jetzt auch bald ein Workshop und ich kann es nur empfehlen. Das wird eine ganz, ganz tolle Sache, weil wir uns da auch inhaltlich wirklich gut und stark austauschen werden. Ein kleines Fazit zum Expected Move. Auf jeden Fall für all jene, die kurzlaufende Optionen traden, empfehlenswert. Wir werden im Club auf jeden Fall den SPX Expected Move Kalkulator jetzt häufig nutzen, weil er zum einen uns gute Strike-Preise als Empfehlung liefert und zum anderen auch zeigt, wann es vielleicht sinnig ist, aus dem Trade rauszugehen bzw. diesen zu rollen. Wenn du jetzt sagst, du möchtest gerne mit der Gruppe lernen und du möchtest jetzt auch mal ordentlich PS auf die Straße bringen, dann vereinbare doch mit mir ein kostenloses Erstgespräch. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Nichtsdestotrotz, ich wünsche dir einen schönen Tag und wie ich immer so gerne sage, Happy Trades, bye bye.